Nun gut, ich habe also letztes Mal über die Fallunterscheidung gesprochen. Zunächst mal das If. Hier, da hatte ich übrigens Boolean Expression reingeschrieben, also ein Ausdruck, ein beliebiger boolscher Ausdruck. Eine Formel, aus der am Ende ein Wert true oder false rauskommt. Das steht da drin. Und natürlich, je nachdem, welche Variablen Sie hier drin haben, da habe ich A und B drin, die können ja irgendwelche Werte haben, das A und B, die sich dynamisch ergeben. Da kann es eben sein, dass das if beim einen Mal den then-Zweig nimmt und beim anderen Mal den else-Zweig nimmt. Wobei das Wörtchen then hier nicht dasteht, aber darüber wollen wir jetzt mal hinwegsehen. Danach hatte ich über die Mehrfachverzweigung gesprochen, insbesondere um solche Menüs also Benutzereingaben für ein Menü oder sowas auszuwerten. Ein relativ häufiger Vorgang in einem Programm. Und da hatte ich hier oben Expression hingeschrieben. Das ist ein Ausdruck, aus dem kommt, anders als eben, Boolean Expression, kommt da eine Zahl oder ein Buchstabe raus. Und dann steht hier Constant Expression. Diese Expression hier oben, die kann zur Laufzeit, während Ihr Programm läuft, immer andere Werte ergeben. Also mal ein b, mal ein x, mal ein plus, mal ein minus. Je nachdem, wie die Variablen stehen, die Sie da oben reingeschrieben haben. Das hier, diese Case Labels, die Constant Expressions, die hier drin stehen, die sind während des Programmablaufes unveränderlich. Da dürfen Sie keine Variablen oder sowas reinschreiben. Da darf man nur konstante Werte drin haben. Und die können auch komplizierter sein als das, was ich hier habe. Sie können auch da eine kleine Formel reinschreiben, aber die Formel kann sich während des Programmablaufes nicht ändern. Die sollte immer konstant bleiben. Das Resultat davon. Also Sie können da 3 plus 4 reinschreiben, aber keine Variablen. Das wollte ich noch vom letzten Mal nachholen, es ist fast ein bisschen untergegangen. Ich habe hier in dem Programm noch ein bisschen rumrepariert, hier bei dem Return. Und ich glaube, hier habe ich auch noch ein bisschen rumrepariert. Was ich jetzt möchte, dass Sie bei dem Switch-Statement, bei dem, was ich hier erzählt habe, was ich möchte, dass Sie da mitnehmen, das ist diese Art, ein Menü abzufragen. Also wir holen uns zum Beispiel eine Eingabe von einem Benutzer. Wir sagen ihm, wenn er auf S tippt, wird das, was wir gerade bearbeitet haben, gesichert. Wenn er auf L tippt, wird geladen. Und wenn er auf N tippt, wird neu angelegt. Also zum Beispiel, weil wir einen Text eingeben wollen, Text verarbeiten wollen. Einen kleinen Editor sozusagen schreiben wollen. Und für diesen Fall, die haben wir jetzt also die Eingabe uns hier besorgt, Eingabezeichen, und jetzt stecken wir das Eingabezeichen hier oben rein. Das kann jetzt während des Programmablaufes, wenn Sie hier an dieser Funktion, wenn Sie hier an diesem Stückchen Code 17 Mal vorbeikommen, immer mal wieder einen anderen Wert haben. Wir wollen häufiger sichern, vielleicht wollen wir zwischendurch mal laden oder wir wollen auch mal was neu anlegen. Also, wir testen das Eingabezeichen, das hat diese anderen Werte und dann schauen wir mal, ob das ein großes S oder ein kleines S war. Naja, warum ich hier groß und klein jeweils akzeptiere als Eingabe, ist ja klar, wer möchte schon, wenn er sichern will, immer auf Shift S drücken. Also nehmen wir auch das kleine S und hier genauso beim L und genauso beim N. Eine Fehlerbehandlung oder sowas habe ich jetzt hier mal rausgenommen. Die müssen sich dazu denken, so wie hier oben, falls denn überhaupt nötig. Häufig ist ja dann auch um so eine Schleife herum, um so ein Callstück herum wieder irgendeine Schleife. Schleifen, da werden wir gleich drüber reden. So eine Wiederholung, da kommen wir häufiger vorbei, sodass wir beim nächsten Mal dann eben
das Richtige eingeben kann. So, jetzt möchte ich bloß hier oben nochmal, nicht, dass der mir hier einschläft, die Maus ein wenig bewegen. Den brauchen wir nachher noch, wenn wir Programm vorführen wollen. Ein bisschen Code nochmal anschauen wollen. Ja, als nächstes möchte ich über die Iteration sprechen. Wenn wir die Iteration in unseren Programmen, für unsere Programme nicht zur Verfügung hätten, dann wäre das Programmieren wesentlich mühseliger, weil wir dann dieses ständige Wiederholen von etwas ja nicht so einfach hätten, sondern was immer irgendwie wieder hintereinander schreiben müssten, beziehungsweise uns mit irgendwelchen komischen Tricks helfen müssten. Deshalb gibt es die Iteration, dieses ständig Wiederholen, so lange, wie man es braucht. Und dieses so lange, der Test, ob es jetzt reicht, der wird uns auch noch ein bisschen beschäftigen. Dafür gibt es was Spezielles. In den meisten Programmiersprachen gibt es dafür sogar mehrere spezielle Konstrukte. Nicht nur diese While-Schleife, die ich hier oben habe, sondern auch noch so eine sogenannte Endabbruchsschleife und eine Zählschleife. Das hier, das ist jetzt die Schleife, bei der wird am Anfang, vor der ersten Ausführung dieses Statements, beziehungsweise wenn es ein Block ist, geschweifte Klammern und so weiter, mehrere da drin, am Anfang von dem, was hier im Grauen steht, bevor das ausgeführt wird, wird mal diese Bedingung getestet. Und das ist jetzt wieder ein boolscher Ausdruck. Also es kommt true oder false raus. Und was man da natürlich gerne hat, ist, solange das i eine Bedingung erfüllt, zum Beispiel kleiner als n ist. Solange wollen wir das hier ausführen. Also wir gehen hier rein, gucken mal, ob unsere Bedingung erfüllt ist, die Formel hier zu true berechnet wird mit den aktuellen Werten. Und dann wird das, was hier drin steht, hier geschweifte Klammern, einmal ausgeführt. Danach gucken wir wieder das hier an. Naja, unser Programm wertet das hier wieder aus. Und wenn das immer noch true ist, dann machen wir das hier. Und nochmal und nochmal. Irgendwann mal ist i größer als das n hier in unserem Beispiel. Und dann wird das hier nicht mehr ausgeführt, sondern was auch immer danach folgt, wird ausgeführt. Also die Bedingung wird vorher geprüft. Nicht nachdem das hier, naja, und nach jedem Durchlauf. Formulieren wir es mal so. Also wenn diese Bedingung hier wahr ist, dann machen wir das. Wenn sie nicht wahr ist, dann wird rausgesprungen. Wir werden dann gleich noch andere Schleifen angucken, bei denen diese Reihenfolge, Ausführung des Rumpfes der Schleife und Test anders ist. Ich habe hier das Beispiel für N-Fakultät, also das hier soll berechnet werden. Das Produkt aller Zahlen von, ich hätte hier auch einzeln schreiben können, ist ja egal, ne? Das Produkt, noch hier vorne dran, das Produkt aller Zahlen von 1 bis N. Und dazu besetzen wir hier mal so eine Resultatvariable, die wir schon vorher irgendwie gemacht haben, mit 1 und das i auch mit 1. Also solange das i, wir fangen also beim am Anfang, wenn wir hier reinkommen, steht das i auf 1 und das n, sagen wir mal, auf 6. Also 1 ist kleiner als 6, dann machen wir das hier. Also Fakultät ist gleich, Fakultät, da stand jetzt 1 drin, mal 1, ist immer noch 1, dann zählen wir das i, danach 1 rauf, jetzt ist es 2. Gehen wir wieder hier hin, 2, das i haben wir ja gerade draufgezählt, ist kleiner als 6, also machen, dann wird hier dem Fakultät der Variablen 2 zugewiesen und das i wird raufgezählt auf 3. 3 ist immer noch kleiner als 6, prima. 2 mal 3, kommt hier 6 rein
Und das hier wird auf 4 hochgezählt. 4 ist kleiner gleich 6, ja. 3 mal 4. Dann wird das auf 5 gezählt. 5 ist auch kleiner gleich 6. 3 mal 4 gibt 12. Mal 5 sind 60. Habe ich mich jetzt irgendwo verrechnet? Nee, Entschuldigung. 6 mal 4 gibt 24. Dann 24 mal 5 gibt 120. Jetzt sind wir hier bei 120. Hier, das wird jetzt auf 6 hochgezählt. Ja. Und 6 ist immer noch kleiner gleich 6. Jetzt wird es noch einmal ausgeführt. Das ist wichtig. Ich habe kleiner gleich hier geschrieben. Nicht echt kleiner. Und jetzt rechnen wir nochmal hier 120 mal 6. Da kommt 720 raus. Und jetzt muss ich mit dem Beispiel auch, es wird hier aufgezählt. 6 plus 1 ist 7. 7 ist nicht mehr kleiner gleich 6. Also hören wir auf. Das ist auch gut so, denn jetzt wird es ja mit dem Rechnen schwieriger. Ne? 8 mal 720 und so weiter. Also, erst testen und dann hier das, was man zu machen hat, machen. Und danach noch den Schleifenindex raufzählen. Das steht hier so locker und natürlich da. Den Schleifenindex raufzählen, macht man halt. Aber wenn das, was hier drin steht, ein bisschen umfänglicher ist, dann kann es schon mal sein, dass man sowas hier vergisst. Oder wenn wir da innen drin viele Ifs haben und unterschiedliche Ausführungszweige, wenn also hier, sagen wir mal, 20, 30 Statements drinstehen mit vielen unterschiedlichen Abläufen, die da passieren können, da kann es schon mal sein, dass man in der Schleife vergisst, das hochzuzählen. Und dann kann es auch passieren, dass so eine Schleife für immer läuft. Also für immer im Sinne von so lange, bis es ihnen zu bunt wird und sie das Programm irgendwie abbrechen. Also, wenn Sie eine Schleife programmieren, gucken, dass in jedem Zweig, der da innen drin entsteht, in diesen geschweiften Klammern hier drin, in der Schleife, im Rumpf der Schleife, dass da die Schleifenvariablen, die hier oben, dass die immer wieder geändert wird. Und zwar auch so geändert wird, dass irgendwann mal dieser Test hier false wird. Sonst schleift das Programm. Es schleift, und das bedeutet, es läuft für immer, in Anführungszeichen. Solche Schleifen, wie ich sie hier hingemalt habe, die While-Schleife, die braucht man ständig im Programm. Wir werden gleich noch zwei andere Typen kennenlernen für andere Zwecke, aber ich erzähle erstmal das Wichtigste, was ich über die Schleife erzählen will, hier an dieser Stelle. Ich habe hier noch ein kleines Beispiel. Mit dem Beispiel möchte ich den Benutzer bitten, einen Satz einzugeben. Ein Satz im Sinne von ein Satz aus der Sprache, Deutsch, Englisch oder sonst was. Und danach wollen wir hier in dieser Schleife zählen, wie viele Blanks denn in dieser Schleife vorkommen, Entschuldigung, in diesem Satz vorkommen. Also, wie viele Zwischenräume der eingetippt hat. Ich bin versucht zu sagen zwischen den Worten, aber es kann natürlich auch sein, dass er mal zwei hintereinander eingetippt hat. Zwei Blanks. Also der Satz ist eingegeben. Ich sage hier, er soll einen Satz eingeben. Wir holen uns hier mit dieser Funktion, die es auch gibt, die auch fertig ist, getCharacter, holen wir uns einen Buchstaben. Und solange dieser Buchstabe nicht der Zeilenrücklauf ist, also das Carriage Return. Damit nehmen wir mal an, will er den Satz abschließen. Solange es also kein Zeilenrücklauf ist, machen wir hier in der Schleife, im Rumpf der Schleife folgendes.
Wir gucken mal, ob dieses Zeichen, was da gelesen worden ist, ein Blank war. Falls es ein Blank war, dann zählen wir hier diese Variable Number of Spaces, die ich irgendwo vorher vereinbart habe und natürlich auch sinnvollerweise vorher irgendwie besetzt habe, die zählen wir hoch. Und hier sehen Sie mein Plus Plus, das Plus Plus von C, das ich vor letzter Stunde auch schon erläutert habe, mit der wir diese Variable Number of Spaces um 1 inkrementieren, raufzählen. Ja, danach müssen wir noch den nächsten Buchstaben holen. Anders als hier oben, als diese Variable, die hier oben getestet wird, um i um 1 raufgezählt wird, wird hier der nächste Buchstabe geholt von der Tastatur. Falls es ein A oder ein X oder ein B ist, ein normaler Buchstabe, machen wir hier gar nichts, sondern holen nur den nächsten Buchstaben. Falls es ein Backslash N ist, hören wir auf. Das läuft also so lange, bis der Benutzer irgendwann mal auf Backslash N, also den New Line drückt. Und wenn es ein Blank ist, zählen wir das hier noch hoch. Wir nehmen an, er hat 7 Wörter und 8 Blanks eingegeben, bevor er auf Carriage Return gedrückt hat. Wenn er auf Carriage Return drückt, kommen wir hier raus. Und dann geben wir eben aus, Anzahl der Leerstellen, man beachte den schönen Tippfehler hier mittendrin, Anzahl der Leerstellen wollen wir dezimal ausgeben und da schreiben wir hier hinten unsere Variable Number of Spaces rein und da kämen dann eben, was habe ich gesagt, 8. Um es nochmal kurz, das was mir wirklich wichtig ist, zusammenzufassen. Wir testen erst die Schleifenbedingung ab, dann machen wir einmal den Rumpf in der Schleife, denn der Rumpf der Schleife, der wird ausgeführt. Dort müssen wir was machen mit, dass die Abbruchbedingung hier oben neu ausgewertet, beim Neuauswerten auch ein neues Resultat liefert und hoffentlich auch mal diese Bedingung erfüllt ist. Und dann testen wir wieder. Also, Test, Rumpf ausführen, Test, Rumpf ausführen, Test. Und Sie sehen alle, wenn wir hier innen drin nichts machen, was diesen Test hier verändert, dass der irgendwann mal false wird, dann läuft das Programm für immer oder solange, bis ihm der Strom ausgeht. Oder es irgendwie sonst abgebrochen wird. Eine zweite Schleife, ich habe eben gesagt, wir testen erst, führen aus, testen wieder, führen aus. Hier habe ich noch eine Schleife, die, da wird erst ausgeführt, dann getestet. Die heißt, du mach das hier und danach, solange dieser boolesche Ausdruck zu true ausgewertet wird. Hier wird das hier, das was in dem grauen Kasten steht, das Statement, oder die vielen, die da stehen und mit geschweifter Klammer zusammengefasst sind, mehrmals ausgeführt. Auf jeden Fall aber mindestens einmal. Das kann unter Umständen wesentlich besser ins Programm passen, als diese Ersttesten und dann ausführen. Ich habe hier nochmal die Fakultät als Beispiel. Ne? Fakultät ist gleich 1, i gleich 1 und dann lassen wir mal loslaufen. Fakultät ist gleich Fakultät mal i, das steht hier da, da habe ich auch nochmal diese so zum Üben, diese multiplikative Zuweisung und dann wird das i 1 raufgezählt. Solange machen wir das hier, solange das i
kleiner ist, kleiner gleich dem n ist. Ich habe diese Schleife hier in das hier transformiert. Die sind in diesem Fall komplett äquivalent, weil wir die Fakultät mindestens einmal, sowieso mindestens einmal berechnen wollen. Wenn das n 0 wäre, dann würden wir das hier einmal so häufig ausführen. Ja. Es wird aber in diesem Fall nicht mal arithmetisch irgendein Problem machen, weil 1 mal 1 ja 1 ist, aber ich weise Sie extra darauf hin, hier an dieser Stelle, dass man sich das überlegen muss, ob das immer klappt, auch wenn es einmal ausgeführt wird. Und wenn Sie hier irgendwelche externen Geräte einschalten und dann stellt sich hinterher heraus, wir hätten es gar nicht einschalten sollen oder sowas, dann kann das stören. Und es gibt viele Beispiele, wo es besser ist, das hier zu verwenden, und eine ganze Menge Beispiele, wo es angenehmer, eleganter, schöner ist, das da zu verwenden. Wo man also auf jeden Fall einmal ausführen möchte. Typischerweise, wenn Sie was von einem Eingabegerät lesen wollen, dann ist es sinnvoll, auf jeden Fall einmal auszuführen und dann nochmal und dann zu testen. Bei diesem Ablauf könnte es sein, dass wir hier was berechnen, feststellen, wir hätten es eigentlich gar nicht mehr berechnen wollen, und dann erst abbrechen, da könnte sowas hier besser sein. Also das muss man sich jeweils aussuchen, und wenn man mehr programmiert, kriegt man auch ein Gefühl dafür. Und jetzt habe ich noch diese Schleife hier, die sogenannte Zählschleife. Sieht gleich ein bisschen komplizierter aus, hier unten sind die Statements, die wir ausführen wollen. Sieht hier oben ein bisschen komplizierter aus, macht auch irgendwie ein bisschen mehr. Man muss sich fragen, ob es das Ding überhaupt braucht. Es ist in vielen Programmiersprachen drin, diese Zählschleife. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass es die erste Form von Schleife war, die Softwareingenieure von damals erfunden haben oder sich ausgedacht haben. Wir werden jetzt noch ein bisschen darüber sprechen und dann werde ich am Ende das nochmal kritisch diskutieren. Formulieren wir es mal so. Also so eine, die Zählschleife, die geht los mit dem Schlüsselwort for. For im Sinne für die Variable, die hier vorne steht, als erste hinter dem Klammer auf, machen wir jetzt was? Das hier. Hier vorne habe ich geschrieben Expression 1. Hier im Beispiel sehen Sie, was gemeint ist. Wir sagen dem Übersetzer, wir wollen jetzt eine Schleife laufen lassen. Die Schleife hat eine Schleifenvariable. Die Schleifenvariable ist das i, in unserem Falle hier. Da können Sie auch n oder z oder Fitzliputz reinschreiben. Als Schleifenvariable, Sie müssen sie bloß haben. Und dann, dem wollen wir als Anfangswert, als Startwert eine 1 mitgeben. In diesem Fall eine 1. Die zweite Expression ist eine Boolean Expression. Da denken wir schon daran, Boolean Expression kommt true, false raus, das wird wohl die Abbruchbedingung sein, das was immer erfüllt sein soll. Während wir das hier machen. Und hier im Beispiel steht es dann auch schon, solange das i kleiner gleich dem n ist, wollen wir das machen hier hinten. Und hier steht noch, was in jedem Schleifendurchlauf gemacht werden soll. Einmal mit der Schleifenvariablen eigentlich. Jetzt können wir also unsere Fakultätsberechnung so formulieren. Wir setzen diese Ergebnisvariable Fakultät auf 1 und dann für das i
das mit 1 beginnen soll. Der Startwert soll 1 sein. Solange es kleiner n ist, nach jedem Schleifendurchlauf 1 hochzählen. Mach bitte das hier. Fakultät ergibt sich zur Fakultät mal i. Wenn das hier gemacht ist, 1 hochzählen, den Test machen. 1 hochzählen, Test machen. Das hier wird nur beim allerersten Mal ausgeführt. Da haben wir also relativ kompakt zwischen diesen Klammern all das stehen, was die Iteration beschreibt. Das hatten wir vorher verteilt. Die Startzuweisung hatten wir hier. Das Inkrementieren hatten wir hier. Und na, können wir auch das hier nehmen. Startzuweisung, Inkrementieren und der Test. Das wäre also die Boolean Expression, das wäre die Expression 1 und das hier die Expression 2. Man kann übrigens auch hier das ein bisschen, weil es C ist, ein bisschen anders benutzen. Es gibt auch Programmiersprachen, so wie es Pascal oder das Modular oder sowas, in der ist man hier an diese Reihenfolge an das, was da steht, das ist ein bisschen stärker kontrolliert, da kann man nicht so viele lustige Sachen reinschreiben. Aber gucken Sie mal hier können wir 2 Initialisierungen reinschreiben, hier vorne. Hier können wir wieder den Test hinschreiben. Hier hinten schreiben wir jetzt keine Inkrementierung pro Schleifenablauf rein. Das müssen wir selber machen. Zum Beispiel hier Fakultät ist gleich Fakultät mal i und nachdem wir das i benutzt haben, wird es noch 1 raufgezählt, inkrementiert. Ich behaupte, das hier ist schon grenzwertig, sowas zu schreiben. Wenn ich das so schreibe, dann warum schreiben wir es nicht gleich als Weilschleife? So hat diese Zählschleife irgendwie ihre Berechtigung, weil sauber klar dasteht, was gemacht werden soll. Mit der Schleifenvariable initialisieren, ganz vorne. Der Test, der in jedem Durchlauf gemacht werden soll. Und was nach jedem Durchlauf gemacht werden soll, um die Schleifenvariable raufzuzählen. So was hier, das ist sauber. Und das hier unten, das habe ich hingeschrieben als abschreckendes Beispiel. Naja, so richtig ist die Abschreckung wahrscheinlich nicht. Die denken sich, was doch. Kurzes Nachdenken überzeugt uns davon, dass das schon funktionieren wird. Das Dumme ist, dass ein Programm eventuell aus tausenden solchen Zeilen besteht und tausendmal kurz nachdenken ist schon ganz schön lange nachdenken. Insofern wäre es mir lieber, wenn Sie das hier auch einfach und explizit aufschreiben, dass hier, naja, man muss eben drüber nachdenken, dass das klappt, verifizieren. Die Zählschleife, warum hast du die überhaupt? Liefert die was Besonderes im Verhältnis zur While-Schleife oder zu dieser Repeat-Until-Schleife, der Endabbruchschleife? Die Antwort ist, sie liefert nichts Besonderes. Programmiersprachen können auch prima ohne die Vorschleife auskommen. Programmiersprachen können auch prima ohne eine While-Schleife auskommen und nur eine Vorschleife haben. Diese 3 Schleifen, die sind äquivalent von der, sagen wir mal, algorithmischen Leistung. Sie sind in der Notation unterschiedlich. Und man braucht mindestens eine von den 3 zum Programmieren. Denn wir brauchen die Iteration fürs Programmieren. Das kann man übrigens wirklich beweisen. Was mir an der Vorschleife nicht gefällt, ist, dass hier am Anfang das so zusammengefasst ist, das hier, das ist für viele Fälle nicht so richtig brauchbar, dass man diese
die Variable, die man hier testet, hier außerhalb des Schleifenrumpfes verändert. Häufig bringt es nicht so sehr. Aber selbstverständlich kann man, ich habe gesagt, äquivalent, alles, was man programmieren kann, auch so ausdrücken. Manche Professoren erzählen in ihrer Vorlesung gar nichts über die Zählschleife, sondern präsentieren Schleifen nur so. Ist mir übrigens in der Anfängervorlesung passiert, ich hatte aber vorher schon programmiert, habe mich gewundert, was ist jetzt mit der Zählschleife? Und dann irgendwie ist mir klar geworden, der Professor, der Friedrich L. Bauer, der will uns das nicht zeigen, weil er meint, das wäre vom Programmiersprachendesign her nicht schön. Später habe ich dann verstanden, dass der Mann eigentlich recht hat. Warum erzähle ich es aber hier trotzdem? Weil sich das Berufsbild des Informatikers geändert hat, weil es heute nicht mehr nur darum geht, Programme zu schreiben, sondern weil es auch darum geht, Programme zu verstehen, Programme, die andere Leute geschrieben haben. Wir müssen aufbauen auf dem, was die Menschen vor uns gemacht haben, die Informatiker vor uns gemacht haben. Und deshalb müssen wir eben manchmal andere Leute Programme lesen, häufig sogar, und deshalb müssen wir auch so Zeug hier unten verstehen können. Hier oben habe ich noch hingeschrieben drei Expressions, also diese drei hier bieten viele Möglichkeiten. Man könnte auch sagen, viel Kurzweil, weil man da irgendwelche interessanten und lustigen Sachen machen kann. Gucken Sie mal hier, ne? Fakultät. Ist gleich I ist gleich 1. Das, was als erstes passiert, 1 wird in das I hineingeschrieben und das wird ins Fakultät hineingeschrieben. N minus I plus plus. Naja, im C ist es eben so, dass so eine Expression ausgewertet wird und das 0 als false interpretiert wird, dass alles andere als 0, als true interpretiert wird. Das geht also auch als Boolean Expression durch. Das hier wird ausgerechnet und dann wird hinterher so eine Art Typkonvertierung gemacht, um aus dieser Zahl einen Bool zu machen. Also klappt das auch. Ne? Also 6 minus, das erst war das I1, dann ist es 2, 6 minus 2 ist 4, ist ungleich 0. Machen wir das nochmal, was hier hinten kommt. Da steht dann schon gar nichts mehr, denn die Fakultätsberechnung, die steckt hier hinten drin, die Multiplikation, in dem, was in jedem Schleifendurchlauf einmal gemacht wird. Hier könnten wir so Summen bilden und wieder so ähnlich strukturiert hier plus plus ist gleich I. Und ich habe hier hinten drin geschrieben, Hacker's Paradise. Manchmal sieht man da ganz erstaunliche Sachen da drin, in diesen Vorschleifen. Ich möchte Sie bitten, Ihre Programme nicht so zu schreiben. Insbesondere während der Übung ist Ihr Zielpublikum natürlich der Assistent, der die Aufgaben korrigiert und in der Klausur sind es die Assistenten und ich. Und naja, so schlau sind wir nicht und allzu raffinierte Sachen hier verstehen wir nicht und dann schreiben wir halt dran 0 Punkte, wenn wir es nicht verstehen, gell? Also, können Sie mich jetzt fragen, warum sage ich Ihnen überhaupt, dass es da so solchen, dass man da solchen Unfug machen kann oder so ganz raffinierte, tolle Sachen, in denen man zeigen kann, wie schlau man wirklich ist. Als abschreckendes Beispiel und naja, auch um Ihnen zu sagen, wenn Sie mal sowas Eigenartiges in der Schleife sehen, nicht gleich verzweifeln, wenn jemand anders das geschrieben hat, vielleicht gelingt es Ihnen ja doch noch zu verstehen, was der da treibt. Mit einem Debugger in der Hand könnte man es ja vielleicht auch versuchen.
also mit so einem Programmierwerkzeug, das einem beim Fehlersuchen hilft. Ich möchte hier nochmal, wenn wir gerade bei den Zählschleifen sind, das gilt aber auch für andere, für die anderen beiden Arten der Schleifen, nochmal hier auf die kleinen Fallen hinweisen. Das hier ist ja die Standardschleife für i gleich 0, solange i kleiner als n ist. Jetzt habe ich hier echt kleiner n geschrieben, i plus plus. Dieses Ding wird n mal ausgeführt. Hier steht kleiner, aber wir fangen bei 0 an. Wir führen es also für 0 aus, für 1 aus, für 2 aus, für 3 aus, für 4 aus. Und wenn hier 5 stehen würde, würden wir aufhören. 5 mal ausgeführt. Wobei, wenn wir es 5 mal ausführen auf diese Weise, das, was hier hinten eventuell noch steht, den Wert 5 fürs i nie sieht. Weil ja hier echt kleiner steht. Wenn wir hier kleiner ist gleich schreiben und bei 0 anfangen, wird das, was hier hinten drin steht, n plus 1 mal ausgeführt. Wenn man sich das irgendwie mit den Fingern mal klar macht, mal durchzählt, dann ist das, was ich hier hinschreibe, ja, herzlich trivial. Ich möchte es Ihnen trotzdem hier sagen, mit einem schönen Ausrufezeichen hinten dran sagen, weil man immer mal wieder drauf reinfällt. Und wenn Ihr Programm nicht das tut, was Sie sich vorstellen, und Sie haben gesehen, das passiert irgendwo, da, wo die Schleife ist in dem Programm. Vielleicht haben Sie in dem Programm im Wesentlichen nur die Schleife und es kommt nicht ganz das richtige Resultat raus. Dann bitte ich Sie nochmal, diese Schleifenabbruchbedingung und die Anfangsvariable zu überprüfen. Ja, das ist das, was man, oder die Initialisierung der Schleifenvariable zu überprüfen. Fangen wir richtig an. Ist es richtig, dass wir mit 0 anfangen oder müssen wir mit 1 anfangen? Sollten Sie hier überprüfen. Und hier sollten wir es noch mit i gleich n berechnen oder sollten wir es nur mit i gleich n minus 1 berechnen und bei i gleich n aufhören. Das ist wichtig, dass Sie sich das angucken und das hier ist wichtig. Darüber hinaus, ich meine, ich kann Ihnen hier in der Vorlesung diese Warnungen geben, dass man sich den Anfangswert und das Abbruchskriterium gut anguckt, lange anguckt. Darüber hinaus selber lernen, aus Schaden wird man klug. Ne? Ich habe jetzt hier noch ein Stückchen, ja, eine Vorschleife hingeschrieben, um dieses Leerzeichen überspringen, was wir eben hatten mit der While-Schleife. Um das nochmal mit einer Vorschleife zu machen. Ich habe jetzt gleich eine ganze Funktion, naja, ich habe vorhin gezählt, jetzt möchte ich es überspringen, eine ganze Funktion drumherum geschrieben. Stellen Sie sich vor, wir wollen irgendeine Texteingabe über die Worte in der Texteingabe rausholen und der Benutzer, der schreibt öfters mal 1, 2, 3, 4, 5 Blanks rein, zum Beispiel, weil er auch formatiert, indem er Zwischenräume einfügt und nicht mit Tabulatoren formatiert. Wenn man Programme eintippt, dann wird gerne auch mit Zwischenräumen formatiert. Also wir haben jetzt Spaces, auf Englisch der Zwischenraum, hätte auch Blanks oder sowas schreiben können, und Skip heißt drüber hinwegspringen. Zurückgegeben werden soll gar nichts, deshalb habe ich hier Void hingeschrieben. Void wie Leere. Gar nichts. Also die Funktion wird aufgerufen, sie macht was und liefert nichts zurück. Wir nehmen nur an, implizit, dass das Ding, wenn es zurückkommt, den Job, den es
machen sollte, auch gemacht hat. Also, am Anfang schreiben wir mal hier in den Charakter, den wir hier vereinbaren, auch noch ein Blank hinein. Und dann fangen wir an hier. Keine Initialisierung. Das hier soll jetzt als unser Abbruchstest gelten. Und dann haben wir hier in jedem Schleifendurchlauf Get Character. Also den nächsten Buchstaben von der Eingabe abholen. Falls das ein Blank ist, wollen wir das hier gleich nochmal machen. Falls es noch ein Blank ist, wollen wir es gleich nochmal machen. Wenn es mal hier kein Blank ist, wollen wir aufhören. Und dummerweise müssen wir dann den Buchstaben, der da ungleich Blank ist, den wollten wir ja nicht entfernen von der Eingabe, den müssen wir dann wieder zurücklegen. Deshalb macht man UnGetCharacter. Übrigens, dieses Beispielprogramm ist nicht schön, mir gefällt es überhaupt nicht, hat auch noch ein kleines Problem, wer sieht's? Ja, das hier müssten zwei ist gleich sein. Da steht eine Zuweisung jetzt da. Das ist ein Tippfehler, den müsste ich vielleicht auch noch beseitigen. Denn das ist ja hier kein richtiger Vergleich, sondern immer eine Zuweisung und da kommt hinterher immer Blank raus. Das Ding funktioniert also gar nicht. Das ist immer true. Also das muss ich noch in Ordnung bringen. Tut mir leid, dass ich da einen Fehler drin habe. Hier unten drin wollen wir nicht doch lieber while verwenden, so lange laufen lassen, bis das Ding kein Blank mehr ist und so weiter. Das mit dem UnGetCharacter, das ist eine Technik, das kriegt man kaum anders hin, dass wir ja erst aufhören können mit unserer Funktion SkipSpaces, wenn wir mal was gelesen haben, hier mit GetCharacter, das ungleich dem Blank ist. Dann haben wir aber schon den ersten Buchstaben gelesen und der dahinter kommt, der hätte wahrscheinlich den ersten Buchstaben, der ungleich Blank ist, auch gerne. Also müssen wir das hier wieder zurücklegen mit dieser Funktion an Get. Insgesamt nicht besonders befriedigend, das, was ich hier geschrieben habe, das mit dem UnGet, das ist ein Trick, um den wir nicht drum herum kommen. Dass ich hier oben das mit dem Blank initialisiert, das brauchen wir, damit wir überhaupt Buchstaben lesen und weitermachen können. Insgesamt eher unschön, was ich hier habe, aber und wir könnten es mit einer anderen Schleife etwas schöner formulieren, aber manchmal ist es schwer, eine elegantere Lösung zu finden. Das mit dem UnGet, das steht auch in Lehrbüchern drin, da ist es wirklich schwer, was Schöneres zu finden, ohne dass man das ganze Programm umgräbt. Also die Zählschleife war das. Ich hatte jetzt über die Schleifen, mein Favorit ist diese Schleife hier, die Endabbruchsschleife, solange wir es tun, bis wir fertig sind. Wenn ich irgendwie kann, würde ich in einem Programm nicht das so schreiben. Wir können diese Schleifen nicht nur eine einzige hinschreiben, sondern man kann Schleifen auch schachteln. Typischer Fall, wir haben eine Matrix und wollen in der Matrix die größte Zahl raussuchen oder sowas. Dann müssen wir eine zweidimensionale Matrix, dann müssen wir die erste Zeile angucken, die zweite Zeile, die dritte Zeile, die vierte Zeile, die fünfte Zeile.
Und in jeder Zeile müssen wir jedes Element angucken. Wir brauchen also zwei Schleifen ineinander. Eine äußere Schleife, die durch die Zeilen durchgeht, eine innere Schleife, die dann die Zahlen in jeder Spalte anguckt, in dieser Zeile. Ich habe hier ein kleines Beispiel für solche geschachtelten Schleifen. Sie müssen übrigens nicht zweistufig sein. Ne? Hier habe ich so eine zweistufige, das erste For, das zweite For. Wir können es auch dreistufig oder vierstufig machen. Also Schleifen können mehrfach ineinander geschachtelt sein. Irgendwann wird es ein bisschen unhandlich und man muss sich überlegen, ob man das noch so hinschreiben will. Wenn wir 17 Dimensionen haben, ist es wahrscheinlich nicht gut, wenn Sie das so kaskadiert für alle 17 ineinander aufschreiben. Da muss man sich vielleicht irgendwas anderes ausdenken. Was ich hier mache, ja, Hauptprogramm, und ich will nur das hier mal schnell berechnen. Also, ich vereinbare J und K. Diesmal benutze ich nicht I als Schleifenvariable, sondern eben J und K, weil das auch schöne Buchstaben sind. Ich könnte auch Spaltenindex und Zeilenindex oder sowas benutzen, aber ich schreibe jetzt hier mal J und K. Und dann gebe ich hier oben als Überschrift das hier aus. Printf, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, neue Zeile und dann drunter diesen Strich. Jetzt habe ich also, ich mache es jetzt nicht an der Tafel, sondern wir schauen es uns gleich noch schnell mal als Programm an. Jetzt kommt die äußere Schleife. Für J von 1 so lange, oder bis 10, ne? Inklusive 10. Wir fangen bei 1 an, wir hören bei 10 auf. Das heißt, das Ding, hier steht kleiner gleich, für 10 wird es also auch noch ausgeführt. Das Ding läuft wirklich 10 Mal. In jedem Schritt das J1 raufzählen. Dann drucken wir wieder was aus. Prozent 5D und einen senkrechten Strich. Dieses Prozent 5D wird natürlich durch das J ersetzt. Hier sagen wir, wir wollen eine Dezimalzahl ausdrucken mit 5 Stellen. Und danach einen senkrechten Strich. Die senkrechten Striche, ja, die, sagen wir mal, senkrechte Variante von diesen horizontalen Strichen, die wir hier ausdrucken, nein, wir wollen für so eine kleine Tabelle oben einen Strich und links einen Strich haben. Wir müssen hier, weil wir so eine ASCII-basierte, buchstabenbasierte Ausgabe machen, eben Striche durch synthetisieren durch solche Einzelstriche. Sieht nicht so toll aus. Wenn wir irgendwie was Grafisches hätten, Linie von da nach da zeichnen, wird es schöner aussehen. Aber das haben wir halt jetzt nicht. So, und dann drucken wir, nachdem wir diesen senkrechten Strich gedruckt haben, hier in diesem For, das wieder von 1 bis 10 läuft, inklusive 10, also 10 mal ausgeführt, auf 4 Dezimalstellen drucken wir J mal K. Wenn Sie jetzt ein bisschen, ja, und am Ende Zeilenrücklauf nach dieser Vorschleife, also die kleine Vorschleife hier, in der wir das J mal K ausdrucken, dieses Produkt für zum Beispiel 3 und hier 5, sollte 15 rauskommen, hier ausgedruckt werden. Da machen wir einen Zeilenrücklauf. Unsere Tabelle bekommt also 1, 2 Kopfzeilen und dann 10 Zeilen mit Werten, weil das ja hier 10 mal ausgeführt wird und dann sind wir fertig. Jetzt gucken wir mal, wie das aussieht. Ich habe hier auch nochmal die Word-Datei von der Vorlesung. Suchen wir uns mal dieses Stück Programm.
verzeihen, wenn ich es nicht glatt komplett eintippe, sondern hier so rauskopiere und meinen Editor reinstecke. Nein, ich möchte das hier auch noch. Ach, wo ging das jetzt hier wieder? Make plain text. So. Jetzt sichern. So, jetzt habe ich also das geholt, eine Textdatei gemacht. In die Textdatei habe ich es reinkopiert und gesichert. Das sollte jetzt in diesem Verzeichnis drinstehen. Und Sie sehen hier dann also eine Datei, die heißt loops.c. Da sollten die Dinger drinstehen. Jetzt muss ich übersetzen. Ne? Also ich möchte Fehlermeldungen haben, das habe ich hier getippt. Alle Fehlermeldungen. Jetzt sage ich, das Ausgabedatei soll Loops heißen. Und das, was er übersetzen soll, soll Loops.c heißen. Oh, was habe ich denn da? Oh ja. Schauen wir mal nach, was wir brauchen. Vielleicht können wir es ja auch noch kopieren. Ja, wo haben wir das denn gemacht? Hier. Das hier. Das wollen wir uns gerne holen. Also den Texteditor wieder. Da ist er. Jetzt auch mit Kommentar. Gut. Jetzt möchte ich nochmal übersetzen. Jetzt hat er auch übersetzt, der Compiler, der CC, ist ohne Fehlermeldungen zurückgekehrt. Jetzt wollen wir es mal ausführen. Und jetzt sehen Sie, dass er mir hier im Wesentlichen das kleine 1x1 ausgedruckt hat. Das Einzige, was nicht schön ist, dass hier oben diese Formatierung noch etwas missraten ist. Wir müssten also im Programm hier an dieser Stelle irgendwie noch ein paar mehr Blanks ausdrucken und so weiter. Also das ist jetzt noch nicht so doll, aber vielleicht könnte ich hier auch mal, das würde doch wahrscheinlich auch schon helfen. Naja, Sie sehen, was ich hier machen muss, ist, ich muss hier noch ein paar Blanks eintippen, um das hier rüber zu rutschen. Ich muss hier noch und dann hier auch noch ein bisschen. Ich könnte natürlich, wenn ich ganz raffiniert bin, diese erste Zeile noch nehmen, also nochmal die Schleife rauskopieren und damit hier oben drucken, dann wäre schon die Formatierung etwas wetterfester. Aber natürlich brauche ich das hier auch noch. Also um schöner zu machen, muss ich vielleicht noch ein bisschen arbeiten, aber mit etwas Aufwand, Sie sehen es hoffentlich, kriegt man das auch noch hin. Fragen hier zu meinem kleinen Programm. Also das stört mich jetzt echt, dass das immer noch so hässlich ist. Aber das Dumme ist, dass ich natürlich hier auch noch was reinmachen muss. Sehen. Ich muss das jetzt unbedingt noch machen. Sichern.
Hier im Terminal kann man übrigens mit Pfeil nach oben sich alte Eingabezeilen holen, damit man es nicht jedes Mal eintippen muss. Oh. Oh. Gerade da habe ich es noch falsch. Hm? Also nochmal Pfeil nach oben. Das ist die falsche Eingabezeile, das ist der Compiler hier. So. Und jetzt sieht es halbwegs so aus, wie ich mir das vorgestellt habe, das kleine 1x1. Jetzt gehen wir wieder zurück zum iPad, zu den Slides. Ich habe gesagt, Schachteln, das könnte auch noch, hier drin könnten auch noch weitere Schleifen sein. Wahrscheinlich ist das nicht sinnvoll, wenn man das so aufschreibt, wenn das so steil reingeht und dann wieder so rausgeht aus den Schleifen. Da kann man vielleicht was anderes finden, vielleicht auch irgendeine Funktion basteln, die das richtig macht, das, was man will. Aber was ich hier klar machen will, ist, dass in dem Rumpf von so einer Schleife, in diesem einen Statement, was hier durch diesen Block, der durch die geschweiften Klammern gebildet wird, dass wir da fleißig wieder was reinschreiben können. Auch wieder Schleifen, Ifs, da können wir auch Funktionsaufrufe und reinschreiben. Also wir können hier, sobald diese geschweiften Klammer aufgeht, haben wir wieder das komplette Instrumentarium unserer Programmiersprache, das wir da reinschreiben. Wir können da munter wieder reinschreiben. Auch Ebenen vor. Und worauf ich Sie hier nochmal hinweisen möchte beim Erzählen, was ich hier, als ich das Programm eben durchgegangen bin, habe ich an dieser Stelle hier verifiziert, dass das auch so häufig ausgeführt wird, wie ich es mir gedacht habe. Wie ich es geplant habe. Und hier auch nochmal. Kurz drüber nachgedacht. Wir lassen es für 1 laufen. Wir lassen es für 10 laufen. 10 minus 1 gibt 9, ja, aber wir lassen es eben sowohl für die 1 als auch für die 10 laufen. Das heißt, es wird 10 mal ausgeführt. Ich habe bisher zum Strukturieren von Programmen, um den Ablauf zu steuern, um den Ablauf, sagen wir mal lieber, zu spezifizieren, Funktionen gehabt. Ich habe, über Funktionen müssen wir nochmal sprechen, ich habe Schleifen gehabt und ich habe die Verzweigung gehabt, das if. Und das ist das, was wir im Wesentlichen brauchen. Aus der alten Zeit kommt auch noch eine Technik, die nennt man Sprünge. Wenn man Assembler programmiert heutzutage, also auf Maschinenebene programmiert, macht man manchmal, wenn man Signalverarbeitungsprogramme schreibt. Vor ein paar Jahren hätte ich noch gesagt, die Leute, die Handys programmieren, also Mobiltelefone programmieren, bei den Herstellern, bei Nokia oder so, die machen das auch. Heutzutage sind die aber auch bei den höheren Programmiersprachen angelangt. Sie sehen es ja auch beim, wenn Sie das Android anschauen, für die vielen Devices, die es da gibt. Da programmiert man in Java ganz weit weg von Assembler. Es gibt immer noch Leute, die müssen Teile von ihren Programmen mit Assembler schreiben oder die dürfen, je nachdem, das ist eine Frage der Perspektive, ich würde es eher als dürfen betrachten, weil mir Assembler-Programmieren Spaß macht. Aber gut, aus dem Assembler-Programmieren, aus dem Maschinensprache-Programmieren, sozusagen direkt am Blech programmieren, aus dem kommen die Sprünge. Und ich habe jetzt hier nochmal 3 Sorten von Sprüngen aufgeschrieben. Hier steht die guten, naja, also halb gut.
Und dann gibt es da noch schlechte und ganz fürchterliche. Das Break, das hatten wir schon. Das hatten wir beim Switch Statement. Um aus diesen Cases rauszukommen und die folgenden Cases zu überspringen. Und da haben wir das benutzt. Das Break kann man aber auch sonst noch benutzen. Das kann man auch benutzen, um aus einer Schleife rauszukommen. Und es kann durchaus mal sein, dass wir vorzeitig aus einer Schleife raus müssen. Wenn der Divisor, den wir da haben, jetzt 0 erreicht hat, dann hat es keinen Sinn weiterzurechnen. Dann müssen wir eben diese Schleife abbrechen. Beziehungsweise im Case Statement. Dazu benutzt man das Break. Was man hier macht mit dem Break, das ist, wir sagen der Maschine, jetzt nicht dem Compiler, sondern schon der Maschine, während des Ablaufes, dem Prozessor, mach jetzt bitte nicht mit der nächsten Instruktion weiter, sondern geh raus aus diesem Block, aus diesen geschweiften Klammern hier. Spring hinter das While. Wenn man wirklich will, kann man das Programm auch anders formulieren. Man braucht dieses Break nicht unbedingt, man kann auch sozusagen drumherum programmieren. Im C ist es manchmal ganz nützlich und es gibt auch seltene Fälle, in der es in anderen Programmiersprachen nützlich ist. Im C braucht man es häufig für das Switch. In anderen Programmiersprachen, die ein bisschen anders konstruiert sind, braucht man es fast nie. Nur an manchen seltenen, dummen Stellen. Genauso, also die Ausführung wird hier beim Break mit dem Statement nach diesem Block hier fortgesetzt, also nach dem While. Und wenn man mehrere Schleifen geschachtelt hat, dann kommt man aus der jeweils inneren Schleife auf die Weise raus. Das Continue, das springt nicht raus aus der Schleife, sondern nur weiter zur Schleifenbedingung, um dann wieder zu testen und hier oben weiterzumachen. Wahrscheinlich wird es auch die nächste Iteration machen. Man bricht sozusagen die Iteration, die gegenwärtige Iteration, an diesem Punkt mittendrin im Block ab und macht weiter mit dem nächsten Schleifendurchlauf, mit der nächsten Iteration. Und das Go-To, da sind wir dann ganz flexibel, definieren irgendwo eine Marke, indem wir schreiben Marke Doppelpunkt oder ich bin eine Marke Doppelpunkt und dann irgendwelche Statements mittendrin im Programm. Und wenn ich schreibe Go-To zu dieser Marke da, dann wird dahin gesprungen. Das kann übrigens auch nach oben sein, irgendwo außerhalb des Blockes, kann auch im selben Block bleiben, man ist da völlig flexibel. Es gibt eine ganz berühmte Veröffentlichung, die heißt Go to Considered Harmful, also Go to als was Schlimmes betrachtet, als schädlich betrachtet. Und da zeigt der Autor, ich weiß nicht, war das Tony Hoare oder der Edsger Dijkstra, ich kann mich gar nicht, nicht mehr erinnern, einer von diesen Größen der Informatik, das ist ein super bekanntes Paper, dieses Go to Considered Harmful, da zeigt er, dass man auch ohne Go to programmieren kann, er beweist es. Und ganz im Gegenteil zeigt er dann auch noch, dass das Go-To schädlich ist. Und wenn man es fleißig benutzt, so ein Go-To im Programm, dann wird das Programm ganz, ganz schwer zu verstehen. Und wahrscheinlich selber für Sie, auch wieder in ein paar Monaten oder in ein, zwei Jahren, fast unmöglich zu verstehen, wenn da viele von diesen Go-Tos drin vorkommen.
nicht notwendigerweise schwer zu verstehen, was sie eigentlich wollen damit, sondern schwer zu verstehen, was das sonst noch so alles für Seiteneffekte produziert, das Go-To. Insgesamt bitte ich Sie, es nicht zu benutzen. Wenn Sie es mal in einem Programm sehen, denken Sie sich, das ist kein guter Programmierer. Also dieses da, bitte niemals selber produzieren. Wenn es da irgendwo steht, naja, Sie können jetzt meinetwegen, wenn Sie Lust haben, das mal im kleinen Testprogramm ausprobieren, aber insgesamt möchte ich Sie bitten, es nicht wirklich aktiv zu verwenden. Wenn Sie es mal irgendwo sehen, schimpfen Sie 30 Sekunden lang ordentlich auf den, der es verwendet hat. Wenn Sie es ihm sagen können, sagen Sie es ihm, go to considered harmful, und Sie können trotzdem versuchen zu verstehen, wie das Programm funktioniert. Vor 2 Wochen, als ich angefangen habe, richtig mit dem Programmieren angefangen habe, habe ich über Funktionen gesprochen. Weil ich finde, dass Funktionen die zentrale Abstraktion, der zentrale Abstraktionsmechanismus während des Programmierens sind. Wir zerlegen ja unser Programm beim Stepwise Refinement, also eigentlich immer, wenn wir programmieren. Da belegen wir uns ja, ich habe den Teil, das kann ich in die 2 Aufgaben aufspalten und so weiter. Die Funktionen sind unser Werkzeug, mit dem wir dieses Aufspalten organisieren, das Aufspalten in Teilaufgaben organisieren. Jedes Mal, wenn wir also irgendwie also Unterpunkte bilden, jeder von diesen Unterpunkten ist eine Funktion. Und wenn wir in diesen Unterpunkten wieder Unterpunkte bilden, dann haben wir eben wieder Funktionen da drin, bis zur vorletzten Schicht sozusagen. Die andere wichtige Anwendung für Funktionen oder das andere Mal, wo wir die Funktionen brauchen, das ist, wenn wir anderen Leuten Leistungen bereitstellen wollen beim Programmieren. Zum Beispiel bei häufig gebrauchten Komponenten. In unserem Programm gibt es eben Dinge, die öfters mal vorkommen. Oder einen Werkzeugkasten für jemand anderes bereitlegen wollen. Eben die Ausgabe mit dem printf, die ich benutzt habe. Ich habe die Datei einfach reinkopiert. Der Compiler hat gemeckert, er kennt es nicht. Das kam, weil dieses printf und auch das getCharacter und all diese das scanf, weil das in so einer Art Werkzeugkasten drin steckt. In einer Menge von Funktionen, die andere Leute programmiert haben, die mitgeliefert werden mit dem Programmiersystem, sodass wir es nicht so schwer haben. Und das printf selber zu programmieren, im Kapitel Betriebssysteme sehen wir das dann noch, das printf selber zu programmieren, das scanf selber zu programmieren, den getCharacter selber zu programmieren, das würde richtig viel Arbeit machen. Und deshalb steckt es eben in dem Standard.io schon drin. Im Standard.io sind eine ganze Menge Funktionen. Diese Funktionen werden aufgerufen, und wenn wir uns das hier angucken, hier diese Funktion, die ein Integer zurückliefert, das Maximum der beiden, die größere Zahl bei einem Integer zurückliefert, da gibt es das A und das B, die wir reinstecken. Wenn das A größer ist als das B, wollen wir das A zurückgeben, sonst wollen wir das B zurückgeben. Die unterscheiden sich, wenn sie aufgerufen werden, wenn sie ausgeführt werden, in den aktuellen Werten, die da reinkommen. Mal kann das A
eine 5 enthalten und das B27. Mal kann das A42 sein und das B12. Mal können beide 42 sein. Soweit haben wir Funktionen schon kennengelernt und ich habe sie auch einfach so benutzt. Hier habe ich die komplette Definition von der Funktion als Diagramm. Die Statements, das hier, versteckt sich wieder hier drin. Also, erstes Statement, naja, das if ist 1, wenn Sie so wollen, der erste Teil, der zweite Teil. Es könnten aber noch viele weitere Statements hier drin stehen. Anfangen bei der Deklaration der Funktion, angefangen wird mit dem Return-Type, den wir zurückliefern. Der muss nicht dastehen, aber tun Sie mir einfach einen Gefallen und schreiben ihn trotzdem immer hin. Und wenn Sie nichts zurückgeben, schreiben Sie auch das Void hin. Modernere C-Compiler meckern auch, wenn es nicht dasteht. Und sagen, Sie hätten es bitte gerne. Früher konnte man es weglassen und keiner hat gequengelt. Aber wir wollen es auch hinschreiben, um klar zu machen, dass wir es nicht vergessen haben zu spezifizieren, sondern wenn wir nichts haben zum Zurückgeben, dann wollen wir hinschreiben, wir haben nichts zurückzugeben. Und sonst wollen wir den Typ da hinschreiben, den wir zurückgeben. Dann kommt der Name, den wir uns selber ausdenken und der soll natürlich aussagekräftig sein. Dann kommen die Parameter. Argumente heißen die eigentlich in C. Und die werden durch Kommas getrennt. Wir schreiben also rein, hier gibt es als erstes ein Integer, das nennen wir A, und dann gibt es ein Integer, das nennen wir B. Jetzt ist das Interface nach außen das, was wir in Zukunft von unserer Funktion verwenden, das, was andere Leute von der Funktion verwenden, die in dem Standard I.O. oder in dem Mass oder sonst wo drin steckt. Das ist jetzt spezifiziert. Und das hier innen drin, das ist, wenn Sie so wollen, der private Teil. Es gibt Programmiersprachen, da bedeutet privater Teil, es kann wirklich niemand anders sehen und niemand anders verändern. Da wird das konsequent von dem Programmiersystem versteckt. Hier bei uns, so wie wir es verwenden, mit den H-Files, den Declaration-Files außen dran, wir importieren hier standard.io.h, damit der Compiler die Syntaxprüfung machen kann und die Parameter richtig bereitstellen kann für die Funktionen. Da steht auch schon der Rumpf nicht drin. Meistens gibt es aber dann auch schon noch die C-Datei, sodass wir mal nachschauen könnten. Aber das sollte eigentlich gar nicht nötig sein. Was hier innen drin steht, das geht den Programmierer der Funktion was an. Und wenn wir dem vertrauen, dass er es richtig macht, dass er es sauber macht, dass er da innen drin kein Virus oder sonst was drin ist, wenn er vertrauenswürdig ist, dann interessiert uns das auch gar nicht. Sondern uns interessiert das außen dran. Der Compiler, der braucht natürlich, wenn er hier dieses Programm übersetzen will, der muss in dem Standard IO.h oder sonst was, was man selber programmiert, kommt eine H-Datei dazu, Header-Datei. Da steht das drin, was der Compiler braucht, um zu gucken, ob sie die richtigen Parameter hingeschrieben haben und rauszukriegen, wie viele Parameter er denn jetzt vor dem Funktionsaufruf bereitstellen muss und ob er hinterher noch ein Funktionsresultat abholen muss oder nicht. In der Programmiersprache C kann man in der Funktion drin keine weiteren Funktionen deklarieren. Das ist schade, aber so ist es. Es gibt andere Programmiersprachen, da kann man auch in einer Funktion Funktionen deklarieren. Das ist nicht unbedingt nötig, das wäre aber vielleicht nützlich im Sinne von
Implementierungsdetails verstecken. Nun gut, im C geht es jetzt nicht, dass man Funktionen in Funktionen deklariert. Aber das ist nur eine Bemerkung, und wenn man es einmal weiß, dann versucht man es nicht und es ist schon gut. Und die zweite Bemerkung, die ich habe, hier in diesem Kapitel Details von Funktionen, die ist, dass wir so eine Funktion, bevor wir sie zum ersten Mal im Programm aufschreiben, deklariert haben müssen. Das heißt also, wir müssen mindestens den Kopf der Funktion schon mal hingeschrieben haben, bevor wir sie aufrufen. Entweder kommt es in der Header-Datei oder weiter oben im Programm. Im Normalfall ist das überhaupt keine, sagen wir mal, in 90% der Fälle, in denen man Funktionen verwendet, ist es überhaupt keine Einschränkung. Da schreiben wir eine Funktion hin und ein bisschen später verwenden wir sie. Hier unten habe ich einen Fall aufgeschrieben, wo das ein bisschen ein Problem ist. Ich deklariere hier eine Funktion f1, zwei Parameter, und die wird hier, steht die Definition gleich hinten dran, habe ich hier ein bisschen grün markiert, und da wird die Funktion f2 benutzt. Um die hier benutzen zu können, müsste natürlich weiter oben schon definiert sein. Jetzt gibt es aber hier eine kleine Komplikation. Die Funktion f2, die benutzt innen drin irgendwo die Funktion f1. Die benutzen sich sozusagen über Kreuz. Jetzt muss eine zuerst deklariert werden, es geht halt nicht anders. Parallel können wir es irgendwie schlecht aufschreiben. Also schreibt man hier die Deklaration von der Funktion f2 hier oben schon mal hin, dann kann man die hier gemütlich verwenden im Programm und dann definieren wir hier die Funktion f2 komplett, also insbesondere das, was hier in den geschweiften Klammern drin stehen soll. Okay? Es muss einem mal jemand gesagt haben, aber danach ist auch irgendwie klar, finde ich. Und wie immer, wenn Sie zwischendurch Fragen haben, dann schmeißen Sie die App an und drücken auf Stopp oder sonst was. Oder Sie wedeln hier wild mit den Armen, mehr oder weniger wild, und fragen dazwischen. Es ist mir schon wichtig, dass Sie, ja, wenn sich Fragen ergeben, die auch stellen, vielleicht nützt ihr die Beantwortung auch Ihren Kollegen, die hier sitzen, um den Sachverhalt besser zu verstehen. Zu den Parametern der Funktionen, also in C-Sprech eigentlich Argumente, denen da. Da muss man schon noch ein bisschen was sagen. Also wir deklarieren das Interface. Da sagen wir, hier kommt ein Integer rein und hier kommt ein Float rein und hier kommt ein Buchstabe rein. Oder sonst irgendwelche Datentypen. Bei der Deklaration passiert noch nichts, da wird kein Code ausgeführt. Habe ich ja schon mal gesagt. Ich sage es trotzdem nochmal. An dieser Stelle, wenn wir hier deklarieren, passiert nichts. Hier passiert auch nichts. Hier passiert im Sinne von Instruktionen werden ausgeführt auch nichts. Da steht es nur da. Das ist so wie eine Bohrmaschine, die auf der Werkbank liegt. Es entsteht kein Loch. Die Funktion wird erst aktiv in dem Augenblick, wo wir sie aufrufen, zum Beispiel hier oder hier.
Und in dem Augenblick, wo wir sie aufrufen, beim Aufruf, da wird die Funktion sozusagen in Gang gesetzt, wie die Bohrmaschine in Gang gesetzt wird, wenn wir sie einschalten und verwenden, irgendwo gegendrücken, Loch entsteht. Also in dem Augenblick, wo wir das Ding aufrufen, hier das F1, da wird das genommen, was hier in den Klammern steht. Wenn ich hier eine Variable reinschreibe, dann wird der aktuelle Inhalt der Variablen zu diesem Zeitpunkt hier genommen und als Argument in die Funktion hineingesteckt. Also zu diesem Zeitpunkt schaut Ihr Programm nach, was steht denn in dem M drin? Und wenn da 42 drin steht, dann wird das F1 mit 42, dann wird das A im F1 mit 42 befüllt und das B im F1 mit 13 befüllt. Das können Sie sich vorstellen wie Variablen. Das A, dieses Integer hier, kriegt 42, das B kriegt 13. Wenn das M auf 12 steht, dann kriegt das A 12. Also zum Zeitpunkt des Aufrufes werden die befüllt, diese beiden Variablen, die ich hier definiert habe, beziehungsweise diese drei. Wir stellen uns das jetzt einfach mal so als Variablen vor. Die aktuellen Parameter. Es werden also nicht die Variablen übergeben, die wir im Funktionsaufruf hinschreiben. Wir geben der Funktion nicht den Kasten, den Container mit Inhalt, sondern wir geben der Funktion, dann wenn wir sie aufrufen, das, was in der Variablen gerade drin steht. Also wir geben nicht die Variable hin, sondern wir geben den Wert, den aktuellen Wert der Variablen hinein. Ich erzähle deshalb so lang, weil ich das ganz, ganz klar machen möchte. Ich habe hier unten gerade noch ein Beispiel dafür. Wir haben hier eine Funktion, die nichts zurückliefert, void, und es kommt ein Argument rein in die Funktion f. Und ich schreibe hier drin, das Argument, das ergibt sich zu 3. Das tut es um des Beispiels willen. Erhält keinen Anspruch auf einen tollen Sinn. So, jetzt haben wir hier unser Hauptprogramm. Dem A, dem weisen wir die 2 zu. Wir vereinbaren hier ein Integer A, weisen die 2 zu. In diesem Augenblick hier rufen wir das F auf. Und wir geben dem mit dem F eine 2. Das ist genauso, als ob Sie da hinschreiben würden, F von 2. Der Compiler, der erzeugt die Maschineninstruktionen, die nötig sind, um in dieser Variablen A nachzugucken, den Wert vom A rauszuholen und hier oben in das Argument hineinzustecken. Wenn wir also hier anhalten würden, würden wir sehen, oder hier, da an diesem Punkt anhalten würden, wenn wir sehen, Argument in dem Speicherplatz vom Argument, da steht jetzt gerade eine 2 drin. Jetzt können wir da zwar munter eine 3 reinschreiben, in den Speicherplatz vom Argument. Wir treffen aber deshalb durchaus noch nicht das A. In dem A steht weiter die 2 drin. Und wenn ich das hier ausgeben würde, dann wird hier eine 2 rauskommen. Ich bin sehr sicher. Wollen wir es ausprobieren oder glauben Sie es mir? Ausprobieren. Wollen wir schnell mal den Code hier kopieren, gell? Immer gut.
kommt? Was kommt raus? 2 und nicht 3. Man kann das, was ich jetzt hier erzählt habe, dem liegt ein Konzept, das Konzept Wert und Variable zugrunde. Eine Variable, das haben wir schon mal erzählt, das habe ich auch länger erzählt, das ist ein Stück Speicherplatz. Und da kann aktuell in diesem Stück Speicherplatz was drinstehen. Und im Laufe des Programmes, des Programmablaufes, ändern sich die Werte in den Variablen. Wenn ich eine Variable benutze, um eine Funktion aufzurufen, als Argument für eine Funktion benutze, dann kommt in die Funktion nicht die Variable rein, sondern da kommt der Wert rein, der gerade im Augenblick in der Variablen steckt. Und eine Funktion, so wie wir das hier hinschreiben, hat keine Variablen hinein beim Aufruf, sondern Werte in die Argumente. Und wir stellen uns Argumente ein bisschen so vor, hier, wie Variablen, die wir anlegen und die gleich vorbesetzt werden, wenn es hier losgeht. Vorbesetzt sind, wenn es hier losgeht. Die Theoretiker der Programmiersprachen halten das noch ein bisschen auseinander, Argumente und Variablen. Selbstverständlich könnten wir hier auch noch ein paar Variablen deklarieren, werden wir auch. In C ist das ziemlich vermischt. Wenn man einen Compiler schreibt, mal einen Compiler geschrieben hat, weiß man auch, dass da tatsächlich ein bisschen was anderes passiert. Das liegt an einer anderen Stelle, so ein Argument wie eine Variable. Aber das ist eigentlich für uns beim Programmieren, bei dem, was Sie machen, wirklich ein Detail, um das wir uns zunächst mal nicht kümmern. Heute Nachmittag werden wir dann an dieser Stelle weitermachen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und wir sehen uns dann um 4. Wiederschauen.